Das ist die Jack Daniels Sammlung, ja? Richtig. Das ist ein Teil und der Rest steht vorne in der Hausbar. Ja. Wie stehst du denn dazu so? Sammeln, hinstellen, nicht trinken. Okay. Warum sammelst du? Ich hatte damals ein großes Alkoholproblem und da hatte ich mir eine Flasche gekauft und habe gesagt, die lasse ich stehen. Und weil Jack dann jetzt zig verschiedene hat, habe ich gesagt, kaufe ich immer mehr dazu. Und für mich als Beweis, Alkohol ist da, ich brauche nicht trinken. War für dich dann also die Flasche war da. Ja? Und ich habe sie nicht angefasst. Du hast sie nicht angefasst. Richtig. Und dann kam immer mehr dazu, für mich als Bestätigung, ich hab's überwunden. Martin, ganz ehrlich gesagt, wenn du hier in Eifer des Gefechtes vorbeigehst, zählst du die immer so? Würde dir das auffallen, wenn eine fehlt? Ja. Für die Kinder ist das nur ein Griff. Ja, deswegen kann die Janet auch mal was dazu sagen. Das ist wahrscheinlich auch die Angst, die du hast, oder? Ja, weil ich sag mir mal, die Kinder werden auch älter. Und irgendwann, Kinder greifen immer mal. Also nicht mal, aber eine Versuchung ist es. Nein. Gib die Sammlung ab, dann seid ihr den Stress los. Und da ist auch keine Verführung für die Jungs mehr da. Ich würde sie gerne behalten. Weil vorne, wie gesagt, da stehen ja noch die anderen Highlights von den Flaschen. Ja, gehen wir mal nach vorne, gucke ich mir die mal an, ja? Jo. Ja, natürlich. Momentan frage ich mich, warum ich überhaupt hier bin. Ich weiß gar nicht, ob die Sammlung jetzt verkauft werden soll oder nicht. Also das hat sich noch nicht für mich klar rausgestellt. Und ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen nachhaken. Das ist ja Butter bei den Fische. Willst du die verkaufen oder nicht? Eigentlich nicht. Ist ganz klar nein oder ganz klar ja? Ganz klar ja. Aus Liebe zu meiner Frau könnte man drüber reden, aber nur, wenn der Preis stimmt. Also ganz klar ist es halt nicht, ja? Der Mike hat mich gerufen und ich habe das Gefühl, wir müssen dich jetzt dazu zwingen, diese Sammlung zu verkaufen, ja, weil Mike das möchte. Du bist ja schon mehr dafür, dass die wegkommt. Natürlich bin ich dafür, dass die wegkommt. Aber ich sag mal so, Mauro, wir haben ja jetzt gute Aspektpunkte mit den Kindern genannt, dass es im Endeffekt für die Jungs nicht ansprechend ist, wenn da hinten ein ganzer Alkohol rumsteht, sichtbar. Und das hat sie natürlich völlig verstanden. Das dürfte dich aber gar nicht interessieren, weil das ist ja deren Sache, weißt du? Dass ein Freund der Familie mich zur Hilfe ruft, das ist ja nicht sehr ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, ist das Bestimmungsrecht, was der Mike hier hat. Wie ist das denn für euch, wenn der Mike das macht? Ich find's gut. Ja. Dass er hier mitbestimmt? Ja, ja. Wir bestimmen ja bei ihm zu Hause auch in gewissen Sachen. Das ist für mich ein bisschen Ballaballa, also echt wirklich, weil normalerweise hat man ja seine abgegrenzten Lebensbereiche. Der Mike hat sein Zuhause, ihr habt euer Zuhause. Richtig, und sein Zuhause, den Balkon, da habe ich bestimmt, wo welche Farbe auf dem Balkon der verputzt wird. Also das ist ein Geben und ein Nehmen bei uns. Ich bin im Endeffekt der Ruhestifter, der gesagt hat, dass die und die Sammlung komplett weg sollen, weil er sie nicht mehr braucht. Das letzte Wort habe immer noch ich und nicht der Mike und nicht meine Frau. Das allerletzte Wort, bevor so was weggeht, habe ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass Martin sich von seinen Sammlungen trennen möchte. Im Gegenteil, eigentlich möchte er die behalten. Aber ich glaube, Janet stört es ein bisschen, hat sich bei Mike ein bisschen ausgeweint. Und Mike ist so ein Papa-Typ, der jetzt Janet hilft, dass das Zeug wegkommt. Sag mal, Martin, was ist denn deine Preisvorstellung? 5.000 ist ja schon hart, ne? Ist hart, aber das sind ja auch spezielle Flaschen bei, die man schon seit ewigen Zeiten nicht mehr bekommt. Und dadurch bin ich der Meinung, wäre das ein realistischer Preis. Ich habe hier einen Termin gemacht. Ja. Ja. Ist ein relativ großer Markt hier, die Whisky schon seit sehr, sehr langer Zeit verkaufen. Und die kennen sich echt super aus. Ja. Jetzt machen wir eine folgende Strategie. Wir machen und lassen uns ein Angebot machen. Ja. Wenn das Angebot zu niedrig ist, ja, dann haust du mal richtig mit eine Zahl rein. Was denkst du, was wir da sagen? Mir ist er eigentlich 5.000 Euro wert. Sind Sie der Herr Horn? Hallo, Horn, angenehm. Mauro vom Trödeltrupp. Wir haben miteinander telefoniert. Ja. Ja, da kommt der Whisky. Gerne. Meine Herren, stellen Sie bitte drüber auf den Tisch rauf, bitte. Ja? Natürlich. So, Herr Horn, schauen Sie sich die Sammlung mal an. Was halten Sie denn davon? Im Großen und Ganzen ist ein Idealist anscheinend, der hier gesammelt hat, den Jack Daniels Freak. Es sind aber welche noch bei, die normal im Handel sind. Aus China? Naja, aus China hier, ja. Aber das ist eine Sache,
Asien, verstehen Sie richtig, ich bin Mensch, wenn Sie mir was verkaufen, ich muss Ihnen in die Augen gucken, verstehen Sie? Mhm. Ja, wenn Sie sagen, die Summe, dann sage ich ja, nein, Gummibauch, wenn nicht, dann eben tut es mir leid. Also okay. Fair Play muss das sein. Na, wir hatten uns so vorgestellt, 5.000. Schaffen wir nicht. Schaffen Sie nicht? Nee, schaffen wir nicht. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ich darf mal einen Kugelschreiber holen, einen Block holen und schreibe mal eine Summe auf und dann sagen Sie mir einen Preis, okay? Mhm. Ein zweites Angebot. Machen wir so, ist fair? Ja, Angebot. Er schreibt jetzt da drüben einen Preis auf den Zettel. Mhm. Was willst du denn jetzt sagen? Langsam runtergehen. Ganz langsam runtergehen, also 4-5. Ich glaube, wir kommen nicht zu Potte, Kinder. Die haben eine Vorstellung, die ist zu hoch, denn ich... Dann verhandeln wir, Herr Horn. Nee, trotzdem, das ist verhandeln wir. Dann sagen Sie uns mal Ihren Preis. Ja, aber trotzdem, jetzt. Ich würde sagen, ich zeige Ihnen den Zettel, aber ich glaube, wir kommen nicht zu Potte. Zeigen Sie mir mal den Zettel. Wir kommen nicht zu Potte, sag ich ganz ehrlich. Ja? Zeigen Sie mir mal den Zettel. Wir kommen nicht zu Potte, hat keinen Sinn. Okay, ich weiß jetzt, was da draufsteht, ja? Mhm. Was schätzt du denn, was da draufsteht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 2000? Was er dir aufgeschrieben hat, ist... 1000er. Können wir noch ein bisschen handeln, Herr Horn? Das ist eng, da, Kinder. Okay, ich mach eins. Ich würde bei 1000 Euro bleiben und gebe diesen jungen Mann 100 Euro in der Hand. Er ist so von mir, von meinem Taschengeld. Aber Sie entscheiden, ich nicht. Überlegen Sie die Sache. Wenn Sie sagen, ja, ist gut, wenn nicht, ist egal. Geht euch mal besprechen und dann schauen wir mal weiter. Machen wir. Du hast das Lego behalten. Ja, und? Da haben wir voll hinter dir. Ich stand komplett, ist kein Thema, Martin. Genau. Aber Jack Daniels Sammlung, ich würde versuchen, ihn noch mindestens um 100 bis 200 Euro hochzupokern. Ich kämpfe mit mir, weil die Summe ist relativ niedrig ausgefallen. Sag mal, Martin, was ist denn deine Preisvorstellung? 5000 ist ja schon hart, ne? Ist hart, aber das sind ja auch spezielle Flaschen bei, die man schon seit ewigen Zeiten nicht mehr bekommt. Und dadurch bin ich der Meinung, wäre das ein realistischer Preis. Ich denke, das ist ein sehr netter Preis. Fakt ist, du bist die Sachen los. Ja, sind aus der Reichweite der Kinder und du brauchst sie ja jetzt nicht mehr. So, Herr Horn. Na, was haben Sie sich geeinigt? Wie haben Sie sich geeinigt? Ja, die haben sich geeinigt, indem sie verkaufen wollen, aber noch was rausschlagen möchten. Ich hatte mein Angebot gemacht und tut mir leid, ich bleib dabei. Ich habe gesagt, Ihnen 1000 Euro und 100 Euro für hier den jungen Mann hier, wenn Sie wollen. Sie hatten ja den Max 100 Euro im Endeffekt zugesagt, richtig? Ja, richtig, ja. So, wir hatten vorhin aber erwähnt gehabt, dass der Max noch einen älteren Bruder hat. Der ist leider heute nicht dabei. Ja, das hat man schon erwähnt, ich habe das als Erpressung. Bitte. Mein Freund, wenn du auch ein lieber netter Kerl bist, ich habe dir schon 100 Euro versprochen, habe dir gesagt, wie viele Kinder seid ihr. Aber einer ist hier und der eine bekommt bloß was. Das hatte ich dir aber gesagt. Kannst du dich erinnern? So, jetzt mal Schluss damit. Butter bei den Fische, 1100 Euro steht. Ja? War eine Hand aus Ende. Es ist ja auch schon gut, dass man eine ganze Sammlung verkaufen kann. Am ja? Block. Am Block. Am Block. Am Block. Ja? Euro. Sind Sie mich trotzdem auf der Straße? Selbstverständlich, ja, wenn wir Sie alle immer grüßen. Gerne, danke. Okay, Alter. Kein Problem. Genau, die 100 Euro, die muss ich kriegen. Ja? Mein Herz blutet ein bisschen, weil ich hatte ja angefangen zusammen, weil ich ein Alkoholproblem hatte. Und sie ist jetzt für eine relativ niedrige Summe weggegangen. Aber um meine Frau glücklich zu machen, habe ich eingeschlagen. Und ist so. Mir geht's gar nicht gut. Aber ich liebe meine Frau. Er hat sein Alkoholproblem gehabt und hat damit abgeschlossen. Und sagen wir mal so, es stand ja in der Glasvitrine und er ist ja mehrmals am Tag mal vorbeigelaufen. Und das ist ja ein Anblick. Wer weiß, vielleicht hätte er einen Rückfall gekriegt. No.
Herr Martin, ich möchte Ihnen nur etwas dazu sagen. Sehen Sie zu, dass Sie auch eine Mancherie liegen lassen, es bringt nichts. Es gibt Menschen, die haben sich nicht in ihr Wald. Denn die haben eben gerade so etwas Schönes gesagt, ihre Frau, dass sie ihretwegen gemacht haben. Das finde ich toll. Ja? So. Okay? Ich bin total stolz auf dich, ja, dass du das Zeug auch aus dem Haus hast. Ganz ehrlich. Ja? Und vor allem, weil es nicht in der Nähe von den Kindern mehr ist. Mhm. Ja? Und ich denke, es ist ein realistischer Preis. Also kannst dich nicht beklagen. Und ihr könnt echt glücklich damit sein. Hm. Und gleich hast du das Geld mal in der Hand. Ja, aber nur für 5 Minuten, danach nehme ich das. Na Mensch, wie geht's dir denn jetzt? Nicht so doll. Nicht so doll? Nee. Bist du traurig, dass deine Sammlung weg ist? Ja. Okay, freust du dich über das Geld? Ja, aber die Freude kann sich noch nicht so zeigen, weil der Schmerz ist doch größer als gedacht. Aber du hast dich entschieden, du hättest auch Nein sagen können. Richtig. Ich bin sehr stolz auf Martin und ich weiß, er liebt mich sehr. Er hat ja auch viel um mich kämpfen müssen und das war ein großer Liebesbeweis gewesen, dass er die Flaschen verkauft hat. Ich denke, die Familie ist vollzählig versammelt, weil der Moment der Wahrheit naht. Ja, was in dieser Rolle steht, haben wir erwirtschaftet. Und ich glaube, die werden sich freuen. Ja, wundervoll. Sieht doch gleich ganz anders aus. Sieht super aus, oder? Ja, okay. Wird immer heller. Bist du froh darüber, dass das jetzt weg ist? Ja, man könnte jetzt rechts und links noch ein Bild dranhängen. Sieht, denke ich, mal ein bisschen freundlicher aus. Oder ein großes, ihr habt ja noch eins. Genau. Ne? Ja. Okay, hast du schon bereut, dass deine Sammlung weg ist? Nö. Nee? Noch nicht. Meinst du, kommt noch? Keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Nee, aber sieht schön frei aus hier, super. Ich glaube, die Familie wird jetzt konfliktfreier leben. Also die Sammlungen sind beide aus dem Haus. Das hat ja hier schon für Ärger gesorgt. Ja. Und was mir persönlich ein Anliegen war, dass der Alkohol weg ist von den Kindern. Und das habe ich geschafft. Wunderbar. So. Hatten wir als erstes, deine Lego-Sammlung. Mhm. Haben wir einen Strich. Hast du nicht verkauft. Richtig. Ja. Dann hatten wir ja deine Whisky-Sammlung. Mhm. Dann war ja Flohmarkt. Ja. War ja ein mieses Wetter. Ja. Und die Leute haben auch gefehlt. Aber dennoch war es ganz gut. Da haben wir nämlich 194,50 Euro gemacht. Doch. Das ist gut, ne? Und zusammen sind wir bei 1294,50 Euro. Ja, das ist jetzt nicht ganz euer Wunsch, aber das ist das, was möglich war. Und ich glaube, da seid ihr sehr froh drüber, oder? Ja. Ja. Ich hatte mir eigentlich viel mehr Geld erhofft, aber 1294,50 ist ein Haufen Geld. Müssen wir noch ein bisschen was dazu packen und dann müsste es auch reichen für einen Urlaub. Mauro hat in meinen Augen seinen Job komplett erfüllt. Die Sammlungen sind weg, zumindest die eine Sammlung. Die Fahrräder haben wieder Platz im Keller und zusätzlich haben wir noch gut Geld gemacht. Ja, die Streitpunkte sind aus dem Haus, die haben Geld für Urlaub. Die Fahrräder können in den Keller rein und ich bin mir sicher, dass kein Trödel mehr hier reinkommt, weil auch der Martin ist geheilt.